So, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist 19 Uhr, es ist der erste Montag im neuen Monat und das bedeutet, es ist wieder Zeit für unser PAJUNG Regionalanästhesie-Update. Hierzu ein herzliches Willkommen von uns beiden, jeweils vom Donaustrand zu Donaustrand, wie wir gerade festgestellt haben. Und zwar zum einen aus Wien, Speising, da darf ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Peter Marhofer begrüßen. Er ist dort Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Orthopädischen Spital in Speising. Und ich sitze wie üblich in Geisingen, der ersten Stadt an der Donau, und wir begrüßen Sie beide heute Abend sehr herzlich. Unser Thema heute ist die Regionalanästhesie in der Schulterchirurgie, womit wir auch gleich beginnen wollen. Noch kurz, wie üblich allerdings, ein Hinweis zur Technik für alle, die zum ersten Mal an einem PAJUNG-Webinar teilnehmen. Sie befinden sich in einem Webinar als Zuschauer. Das ist ein bisschen anders als die Webinare, die Zoom-Konferenzen, die Sie vielleicht aus Meetings kennen. Sie können hier weder Ton noch Kamera dazuschalten. Allerdings hat sich der Professor Dr. Peter Marhofer ein paar Fragen für Sie überlegt, gleich zu Beginn. Die können Sie dann beantworten. Und natürlich steht es Ihnen auch frei, während des Vortrages jederzeit über die F&A-Funktion, die finden Sie bei Windows-Geräten unten, bei Apple-Geräten am oberen Rand Ihres Bildschirms, gerne Fragen schriftlich zu formulieren. Und er wird sie dann am Ende des Vortrags jeweils beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet für Sie zur Information und kann dann auf unserem YouTube-Kanal in circa einer Woche bis 10 Tagen nochmal abgerufen werden. Damit wir hier keine Herausforderungen mit dem Datenschutz bekommen, bitte ich Sie, entsprechend Ihre Fragen anonym zu formulieren. Das soll es jetzt von meiner Seite aus schon gewesen sein und ich übergebe jetzt sehr gerne an Sie, Herr Professor Marhofer. Ja, danke vielmals. Ich hoffe, man hört mich jetzt, aber ich denke, die Technik sollte soweit funktionieren. Haben wir auch geübt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das ist der Lauf der Zeit. Man sitzt am Abend in seinem Büro, hält noch einen Vortrag. Sie sind wahrscheinlich gerade irgendwo zu Hause oder im Nachtdienst und hören zu oder verrichten irgendwelche sonstigen Tätigkeiten und hören nebenbei zu. Ich denke, dass diese Form der Vortragstätigkeit bleiben wird. Ist, denke ich, auch ganz gut. Wir haben jetzt schon annähernd 100 Teilnehmerinnen und ich denke, so viel kommen zu einer Abendveranstaltung dann normalerweise nicht. Also so gesehen hat das doch viel Gutes. Auch wenn ich natürlich sehr gern die Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern habe. Das Thema des heutigen Vortrages ist die Anästhesie in der Schulterchirurgie. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe seit 1994 an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Allgemeinen Krankenhaus in Wien gearbeitet und war dort 17 Jahre Leiter der Kinderanästhesie und unser Hauptfokus war dort die Regionalanästhesie. Unternehmer habe ich mich sehr viel mit Trauma und orthopädischer Anästhesie beschäftigt. Und da ist natürlich die Schulterchirurgie, die es in der Kinderanästhesie praktisch nicht gibt, aber in der Erwachsenenchirurgie immer öfter gibt, ein wichtiges Thema gewesen. Und so durfte ich doch an einigen bedeutenden Entwicklungen zur Verbesserung der anästhesiologischen Performance in der Schulterchirurgie teilnehmen. Ja, wie der Herr Müller schon angekündigt hat, gibt es am Anfang ein paar Fragen. Beantworten und das geht schon sehr, sehr in die Thematik, die ich dann in der nächsten halben, dreiviertel Stunde bespreche. Und die erste Frage ist eben, welche regionalanästhesiologische Methode verwenden Sie in der Schulterchirurgie? Antwort A ist supraklavikuläre Plexusblockade oder Discalenusblockade. Frage Nummer 2 ist, welche die additiven allgemeinanästhesiologischen Techniken kommen bei Ihnen meist zum Einsatz? Das eine ist die Vollnarkose mit Intubation. Vollnarkose mit Larynxmaske, eine Sedierung ohne Atemwegssicherung und keine allgemeine anästhesiologische Technik. Also das geht von Vollnarkose bis zu komplett wachen Patienten. Und die dritte Frage ist, welches Lokalanästhetikum verwenden Sie in der Schulterchirurgie? Bupivacaine, Bupivacaine oder das bei uns auch seit kurzem verfügbare liposomale Bupivacaine, das Exparel heißt.
Also bitte entsprechend beantworten und wir können uns dann in weiterer Folge über die Verteilung entsprechend unterhalten. So, also jetzt geht es zum Vortrag selbst über Anästhesie in der Schulterchirurgie. Und jetzt habe ich nach wie vor so kann ich das wegklicken. Sehr gut. Was ich für eine Frage stelle bei einer so spezifischen Technik für eine einzelne Operation, das sind natürlich wiederum verschiedene Operationen, das geht von der Schulterprothese bis zur einfachen Schulterarthroskopie, die Kompressionen ist, einfach was ist fragwürdig, was ist sinnvoll und diese Frage müssen wir uns ganz einfach stellen, weil es ist ja in der Literatur unglaublich viel beschrieben. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende wissenschaftliche Arbeiten zu dieser Thematik und da ist einfach nicht alles sinnvoll, was beschrieben ist. Und ich werde mich jetzt sehr versuchen, Klarheit in dieses Dickicht hineinzubringen. Was sind die relevanten Fragen? Ist der Patient, also wir gehen immer davon aus, dass er Regionalanästhesie hat, ist der Patient wach, ist der Patient sediert oder ist der Patient in Narkose? Und da gibt es jetzt eine Unzahl an Möglichkeiten. Da gibt es einmal eben die normale Allgemeinnarkose, sagen wir jetzt doch durchaus mit oder ohne Regionalanästhesie, weil ich glaube nicht, dass es Österreich oder weltweit der Standard ist, dass alle Patienten immer eine Regionalanästhesie dazu bekommen. Ist das die reine Regionalanästhesie? Regionalanästhesie mit einer leichten Sedierung oder einer tiefen Sedierung oder eben die Regionalanästhesie mit der allgemeinen Narkose. Und in der Regionalanästhesie Single Shot Skalenusblockade, kontinuierlicher Skalenusblock mit oder ohne superficialer Plexus cervicalis, skapulärer oder nur super skapulärer Block oder supraclavikulärer Block. Und dann gibt es noch die verschiedenen Möglichkeiten, wo die Chirurgen für die Schmerzbefreiung sorgen. Das ist die Allgemeinnarkose plus extra oder intraartikuläre Infiltration. Und der Fall ist, das werde ich ein bisschen eingehen. Dann ist natürlich noch sehr wichtig die Hirnfunktion der Patienten. Denn einer der Hauptgefahren der Schulterchirurgie ist die Hypotension. Das ist zum einen ein sehr oft geäußerter chirurgischer Wunsch, weil unsere chirurgischen Kolleginnen und Kollegen noch immer der fixen Meinung sind, dass die Hypotension zu weniger Blutung führt. Und das geht aber weder aus der Physiologie hervor, noch eigentlich wirklich aus der Literatur hervor. Die Hypotension kommt meist ganz von selbst. Der Patient ist in einer Beach-Chair-Lagerung in den meisten Fällen, hat zusätzliche anästhesiologische Verfahren, eben eine Allgemeinnarkose und eine Regionalanästhesie, die auch eine Sympatholyse hervorruft, hat eventuell Komorbiditäten wie eine Hypertonie und hat dann verschiedene Medikamente, wie zum Beispiel eben auch Antihypertensiv und hier sind insbesondere die ACE-Hämmer zu erwähnen, die ja präoperativ ohnehin, wenn geht, abgesetzt werden sollen. Also da haben wir bereits vier Faktoren, die zu einer Hypotension führen und man hat oft genug seine liebe Not, den Patienten auf normotensiven Werten zu halten. Beschrieben ist in der Literatur genug, beobachtet selbst habe ich es Gott sei Dank noch nie, dass Patienten nach der Schulterchirurgie blind aufgewacht sind, dass sie einen perioperativen Schlaganfall hatten, diverse sonstige kardiale Ereignisse oder eben postoperative neurokognitive Defizite hatten. Das alles wird in erster Linie durch die Hypotension hervorgerufen, die es eben zu vermeiden gilt. Und dann ist auch noch die Lagerung eine spezielle, die sich von vielen anderen operativen Methoden unterscheidet. Der Patient kann entweder in Rücken- oder in Seitenlagerung sein. Rückenlagerung ist eigentlich die Standardprozedur in dieser sogenannten Beach-Chair-Position, auf das gehe ich dann noch etwas näher ein. Und es gilt hier vier Bereiche am Patienten zu beobachten, damit es hier zu keinen Schäden kommt. Und natürlich ist auch diese Beach-Chair-Lagerung hemodynamisch entsprechend relevant. Manche Chirurgen bevorzugen die Seitenlagerung. Die erfordert allerdings
so gut wie immer eine allgemeine Anästhesie. Das ist keinem Patienten zumutbar, dass er oder sie in Seitenlage abgedeckt, Atemwege beeinträchtigt, was auch immer, und nur leicht sediert ist. Und das ist auch für den Anästhesisten, die Anästhesistin relativ ungemütlich. Gefährlich ist auch, es wird ja eine sehr viel Flüssigkeit in das Gelenk und manchmal geht es natürlich auch extraartikulär hineingepumpt. Je nach Länge der Operation können das durchaus 20, 30 oder sogar 40 Liter Spülflüssigkeit sein und das kann dann entsprechend absinken und zu einem Larynxödem führen. Ja, so ist der Patient in der Beachchair-Lagerung gelagert. Und da muss man zuallererst einmal auf die Halswirbelsäule, dass es hier zu keinen Verdrehungen, Distensionen kommt, Überkippungen kommt, achten. Im Beckenbereich ist besonders die Leiste gefährdet, dass das nicht zu sehr geknickt ist. Da gibt man dem Patienten für üblich eine Rolle unter die Knie, dass es in der Leiste zu keinen thromboembolischen Komplikationen kommt. Gleiches gilt für die Popliteal-Region. Auch hier kann bei zu starker Knickung, bei zu langer OP-Dauer es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. Und was ich jetzt doch schon ein paar Mal beobachtet habe, wenn zu stark Zug am Operationsarm ausgeführt wird, dass es zu Nervenschädigungen kommt, die dann hundertprozentig immer mit der Regionalanästhesie in Einklang gebracht werden, aber in Wirklichkeit einfach eine Distension der Nerven sind durch zu starken Zug am zu operierenden Arm. Ja, sieben Bereiche werde ich besprechen. Der wichtigste Bereich ist die Anatomie und das sagt uns dann schon alles, wenn wir uns die Anatomie genau anschauen, welche Regionalanästhesieverfahren angewendet werden sollen. Dann, was wir verabreichen für Medikamente oder was wir nicht verabreichen, wo gibt es sinnvolle chirurgische Alternativen zur Regionalanästhesie? Wie ist die korrekte Technik der Regionalanästhesie durchzuführen? Gibt es anatomische Fallen? Dann auch ein bisschen über das Pekuniäre sprechen, über einen entsprechenden perioperativen Workflow, der viel Geld sparen kann, wenn man das geschickt macht. Und dann zum Schluss ein Kochbuch für die klinische Praxis. Und wenn man sich danach hält, dann ist man in der Klinik eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Ja, das ist das wahrscheinlich beste topografische Lehrbuch, das jemals geschrieben wurde. Wird, glaube ich, seit 30, 40 Jahren nicht mehr aufgelegt. Das ist der Haferl-Lehrbuch der topografischen Anatomie. Die Bilder sind allerdings nicht aus dem Haferl, die sind aus dem alten Goethe's Anatomy und sollen das eigentlich nur ungefähr illustrieren, worüber ich Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten berichten werde, denn das halte ich für außerordentlich wichtig, dass man sich über die Nervenversorgung des Schultergelenkes und der Haut rundherum im Klaren ist. Und das ist einmal zum einen der Nerven, also die Schulter wird von vier Nerven versorgt, vom Nervus suprascapularis, vom Nervus musculocutaneus, vom Nervus axillaris und vom Nervus pectoralis lateralis. Wenn man sich diesen klassischen Plexus brachialis, der von den Rami anterioris, von den Nervenwurzeln C5 bis TH1 gebildet wird, anschaut, der sich dann in die Trunks, in die Divisions und in die Cords unterteilt, dann haben wir hier diese vier Nerven, den Nervus suprascapularis, der so von C5, C6 weggeht, den Nervus lateralis pectoralis, der aus dem lateralen Fascikel weggeht, den Nervus musculocutaneus ebenso, aus dem posterioren Fascikel geht der Nervus axillaris weg. Und daraus geht eigentlich schon ganz klar hervor, wenn ich diese vier Nerven blockiert haben möchte, welche regionalanästhesiologische Technik ich anwenden kann, nämlich ausschließlich eine Blockade des Plexus brachialis im Bereich der Nervenwurzeln. Es sind nicht wirklich die Nervenwurzeln, es sind die vorderen Anteile, die Rami anterioris der Nervenwurzeln, die beim Scalenus-Block blockiert werden. Immer wieder in der Literatur angeführt wird die Blockade des, wird die supraklavikuläre Blockade des Plexus brachialis, die wird in etwa hier gemacht und aus dieser Illustration geht schon hervor, warum das häufig nicht funktioniert, weil eben der Nervus suprascapularis dabei nicht mit blockiert wird. Eventuell der Axillaris schon, der posteriore Fascikel ist meistens dabei, muss aber nicht dabei sein. Also das ist einfach kein so kompletter Block, wie
das Kap, die Blockade des, also des interskalinären Anteil, vordere Skalenuslücke des Plexus brachialis. Das ist schon einmal etwas sehr, sehr Wichtiges und viele, viele Studien, also gefühlte hunderte Studien sagen, dass beide Blockaden gleich gut sind, nur ist eben die entferntere Blockade, die distalere Blockade, die sicherere Blockade, aber de facto keine dieser Studien hat wache Patienten, also wo wirklich die Blockade das einzige anästhesiologische Verfahren ist. Und wenn das gemacht wird, dann funktioniert nur die Skalenusblockade. Das ist ein anatomisches Faktum und dem kann man sich nicht entschließen. Und so sieht das dann entsprechend aus. Am Ultraschallbild hat man diese hypoechogenen Rami anterioris der Nerven, Wurzeln C5, C6, C7. Meistens sieht man noch C8 darunter. TH1 ist eigentlich unwichtig, weil da wird eher nur der Nervus solaris davon versorgt. Und die befinden sich in den allermeisten Fällen am lateralen Rand des Musculus sternocleidomastoideus zwischen Musculus scalenus anterior und scalenus medius. Hypoechogen sind diese Nerven deshalb, weil sie zentral sind. Das heißt, da haben sie noch mehr Fett eingelagert und weniger Bindegewebe eingelagert. Die Peripherie sieht dann einen Nervenultraschall beurteilen oder visualisieren, umso hyperechogener, also ganz einfach gesagt, im Bild besser, umso heller wird diese Nervenstruktur. Und das Ganze befindet sich unterhalb der superficialen Faszie, also der superficialen Halsfaszie, die hier grün illustriert wird. Und wichtig noch, am Vorderrand des Musculus scalenus anterior befindet sich der Nervus phrenicus, der hier auch eingezeichnet ist. Und jetzt ist schon ganz klar, das wollen wir natürlich verhindern, dass der Nervus phrenicus blockiert wird. Je geringer die Volumina sind, die wir verabreichen, und wir können es ja sogar sehen, wenn das Lokalanästhetikum dorthin abfließt, umso eher wird der Nervus phrenicus nicht blockiert sein. Also geringe Volumina verhindern eine Blockade des Nervus phrenicus. Ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner eigenen klinischen Praxis habe ich eine signifikante Phrenicus-Blockade eigentlich noch nie gesehen. Und so wird das dann entsprechend geschaltet und das erfordert nur ein bisschen Übung und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und über die technischen Details der Blockade erzähle ich Ihnen dann später noch einmal. Hier sehen Sie jetzt mit dem roten Strich illustriert die Schallkopfposition des Supraclavicularis Blockade lateral der Gefäße der Arteria subclavia. Die Pleura sieht man hier eingezeichnet. Und hier wäre der Nervus suprascapularis und der ist ja schon ein bisschen außerhalb der sonstigen Plexusstrukturen. Je weiter lateraler man geht, umso weiter entfernt er sich. Und daraus geht einfach ganz klar hervor, dass nur die Blockade des Plexus brachialis hier zu einer guten, zu einem guten Effekt führt. Deswegen gibt es zu mir keine Literatur Gegenüberstellung Scalenus versus supraklavikuläre Plexusblockade, weil das einfach die Anatomie beantwortet. Was verabreichen für Lokalanästhetiker in den USA ist unglaublich das Exparel, das liposomale Bupivacain, promotet worden vor dem Hintergrund der Opioidkrise und das behauptet wird, kann sein, dass das stimmt, aber dass ein von 15 postchirurgischen Patienten opioidabhängig wird, das mag in den USA so sein, in Österreich ist das ganz sicherlich nicht so, aber das war sozusagen der Aufhänger für dieses liposomale Bupivacain. Und die FDA, also die in den USA die Medikamente zulässt, hat interessanterweise ja, nachdem das Exparel nur für die chirurgische periartikuläre Infiltration zugelassen war, das auch für Scalenusblockaden zugelassen. Und das Ganze ist anhand einer Studie von 56 oder 58 Patienten aus Belgien zugelassen worden, was wirklich sehr interessant ist. Denn wenn ich schon, und die haben relativ viel verabreicht, relativ viel Volumen verabreicht,
befürchtet, den Nervus phrenicus zu blockieren, dann sicherlich nicht mit einem lokalen Ästhetikum, dass das eventuell eine Woche lang dann blockiert. Also die Vorgänge hier sind nicht ganz klar. Also das ist diese eine multizentrische klinische Studie, die nicht wirklich multizentrisch war. Und wenn Sie dann selber in der Literatur nachschauen, Liposomal-Bupivacain und Interskalin, finden Sie nicht wirklich viele Studien bisher. Und zu einzelnen Nervenblockaden finden Sie bisher gar keine einzige richtig sehr gut gemachte Studie. Und das ist eben diese eine Arbeit, auf der diese FDA-Zulassung basiert. Und dann hat es ein Editorial dazu gegeben, Emotional Anesthesia and Pain Medicine, und jetzt erlauben Sie mir diesen kurzen esoterischen Ausflug. Die haben geschrieben, if fishes were horses, beggars would ride. Und ich kannte diesen Spruch nicht, aber natürlich ist mir die Bedeutung in diesem Zusammenhang klar gewesen. Und das Ganze stammt aus der 16. Episode von Star Trek Deep Space Nine und soll nichts anderes heißen, als dass, wenn wir uns etwas nur recht fest wünschen, dass diese Wünsche entsprechend manifest werden. Also wir müssen uns das nur wünschen, dass das funktioniert, und dann funktioniert es auch. Leider Gottes ist das etwas, was auch in der Wissenschaft, in der regionalen ist, das ist sehr, sehr häufig der Fall ist. Faktum ist allerdings, dass abhängig von dem Fach, welches eine Studie macht, das liposomale Bupivacain gut oder schlecht beurteilt wird. Also machen das nur Chirurgen, dann schreiben die von einer exzellenten postoperativen Schmerztherapie, und ist auch nur ein einziger Anästhesist dabei, dann ist das viel, viel kritischer, und es zeigt eigentlich keinen großartigen Effekt mehr. Und dann hat es letzten Februar, also vorletzter Februar mittlerweile 2021, in eines der höchst gerankten Journale, der Anästhesie, Anästhesiology, ein Editorial gegeben und eine Meta-Analyse gegeben und einen Review gegeben, 70 Seiten, und wurde Anästhesiology dazu geführt, auf die Titelseite hinzuschreiben, dass das liposomale Bupivacain nicht besser als Standard ist. Und dann ist etwas passiert, das hat es überhaupt noch nie vorher gegeben, nämlich die Firma hat das Anästhesiology und alle, das gesamte Editorial Board, geklagt, und das wurde allerdings zurückgewiesen. Und das ist schon ein Vorgang, den haben wir alle so noch nie vorher gesehen. Faktum ist, das Exparel ist wahnsinnig teuer, kostet circa das 100-fache vom normalen Bupivacain. Und da muss man schon wirklich schauen, dass die Wirkung wirklich gut ist, und dies bisher nicht bewiesen. Also im Moment gibt es keinen Grund, das zu verwenden. Was wir aber verwenden, ist, wir mischen ein Dexmedetomidin dazu, und dann erhöht sich die Analgesie auf 18, 24 Stunden. Also bei Einzelnervenblockaden haben wir festgestellt, dass es bis zu 60% länger wirkt mit 100 Mikrogramm Dexmedetomidin. Also das ist schon eigentlich ein ganz, ganz gutes Ergebnis, wenn man es mit dem Ropivacain kombiniert. Man muss immer nur beachten, dass das Dexmedetomidin eine ordentliche sedierende Wirkung hat. So, jetzt wissen wir bereits, was wir spritzen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, was wir keinesfalls machen, nämlich: Wir lassen die Chirurgen keine oder intraartikuläre Infiltration machen, weil das führt zu schwersten glenohumeralen Knorpelschäden. Und da gibt es hunderte Fälle in den USA von jungen Patienten, die dann eine Schulterprothese gebraucht haben oder noch brauchen. Also das ist ein Anästhesieverfahren, das sollte man auf keinen Fall anwenden. Und auch das sind diese Fallberichte, die da durchgehen, und Sie sehen das Alter der Patienten, 18, 19 Jahre, 20 Jahre, der Älteste ist hier, glaube ich, 37. Also das ist schon wirklich eine Wahnsinnskomplikation, die aufgrund dieser Methode der Chirurgen vorkommt. Was kann das Kalenus-Block? Wir haben uns vor 10 Jahren ungefähr, habe ich mit meinem sehr, sehr geschätzten, hochgeschätzten Kollegen Markus Hollmann, den Leiter der Anästhesieabteilung in Amsterdam,
der Universitätsklinik Amsterdam haben wir die gesamte Regionalanästhesie-Literatur von 10 Jahren gescreent. Und ich will da jetzt nur auf den Scalenus-Block eingehen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass der Scalenus-Block prinzipiell wirkt, eine relativ hohe Anzahl an Komplikationen hat, eben 30% Heiserkeit, und die so Sachen wie Hornisches Trias war eigentlich früher eher ein Erfolgskriterium eines Scalenus-Blocks. Heute sehen wir das eher kritisch, aber Faktum ist natürlich eines: in den allermeisten Fällen wurden da zu hohe Volumina an lokalen Ästhetikern verwendet. Funktioniert, und wir machen das, sie arbeiten gerade an einem Update für die nächsten 10 Jahre, und ich denke mal, da wird das schon ein bisschen anders aussehen bezüglich der Komplikationen. Ich möchte nur einmal ganz kurz darauf hinweisen, was wir eigentlich machen bei einer Regionalanästhesie, und dass man das nicht, um Gottes Willen, nicht verkomplizieren sollte. Also wir haben einen Nerven, wir haben eine Nadel, die führen wir mittlerweile unter Sicht zu Nerven heran und spritzen eine lokale Anästhetikum rundherum. Wir spritzen es nicht in den Nerven hinein, wie von Amerikaner Biegeleisen beschrieben. Und wenn wir diese sogenannte extra-epineurale Technik anwenden, dann sind wir schon auf der ziemlich sicheren Seite. Bei so einer Plexusblockade ist das ja vielleicht ein bisschen komplizierter. Da muss man die Kanüle ein-, zweimal umpositionieren, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Was man nicht machen muss, auch das wissen wir von eigenen klinischen Studien, wir brauchen nicht dieses sogenannte Donut-Sign, also das Lokalanästhetikum muss nicht den gesamten Nerven umschließen, weil der Mechanismus ist ja nicht, dass der Nerv von außen blockiert wird, sondern es sind immer noch die Neuronen und da die Innenseite der Natriumkanäle blockiert. Also das Lokalanästhetikum hat von dem Weg, wo wir es applizieren, bis zum Wirkort, also der Innenseite der Natriumkanäle, einen ordentlichen Weg mit etlichen Barrieren zu überwinden, und den können wir dann ohnehin nicht mehr beeinflussen. Aber wenn wir das ordentlich machen, dann funktioniert es in den allermeisten Fällen. Und Sie sehen es jetzt als eine simulierte Technik. Normalerweise wird natürlich eine sterile Schutzhülle verwendet. Also das ist eine simulierte Technik. Und so mache ich den Scalenus-Block. Ich stehe also dem Patienten Gesicht zu Gesicht und mache eine Out-of-Plane-Technik. Einfach aus dem Grund heraus, weil die Nerven so knapp unter der Haut liegen, da muss ich nicht durch den von hinten in der In-Plane-Technik, die sogenannte Piper-Technik, anwenden, die von hinten nach vorne die Nadel, wo von hinten nach vorne die Nadel geführt wird und eventuell auch Nerven im Musculus scalenus medius verletzt werden können. Das ist die einfachste Technik, und wenn man das ein bisschen übt, dann ist das tatsächlich kein Hexenwerk. Und so schaut das dann im Ultraschallbild aus, da sehen Sie wieder den Sternocleidomastoideus von links nach rechts gehen, lateraler Rand, das ist eigentlich das optimale Ultraschallbild, den Musculus scalenus anterior und scalenus medius, und dazwischen innerhalb der Scalenuslücke diese hypoechogenen Nerven, die sich da schon ein bisschen aufteilen, also das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit lateral geschallt. Da sehen wir es noch einmal gelb illustriert, und so tun wir dann das Lokalanästhetikum rundherum applizieren. Ich mag es trotzdem ganz gern, wiewohl ich es eigentlich besser weiß, dass es auch von vorne oder von hinten gut funktioniert, wenn man das nur das Lokalanästhetikum hier appliziert. Und hier sehen Sie eigentlich, wie man die hyperechogene Kanülspitze sehr, sehr gut sieht und in einer sicheren Distanz zu den Nerven ist. Hier ist die Spitze. Hier ist die Spitze noch einmal ein bisschen näher zu Nervenstrukturen hingeführt. Und die kann man wirklich hier sehr, sehr schön extraepineural positionieren. Wenn man ein bisschen geschickt ist, dann funktioniert das wunderbar. Zusätzlich empfehle ich immer noch, die sogenannten Nervi supraclavicularis zu blockieren, wenn ich dem Patienten keine Vollnarkose mache, sondern das wirklich nur mit Regionalanästhesie mache, denn der Plexus brachialis versorgt man nicht das gesamte Hautareal, da werden auch vom Plexus cervicalis oder C2 bis C4, Rami anterioris, C2 bis C4 entsprechend versorgt, und da wird dieses sogenannte Punctum nervosum blockiert. Hier sehen Sie den zwischen Sternocleidomastoideus und Musculus levator scapulae, diese Schicht, und da kann man die Kanüle entsprechend, diesmal jetzt in Plane, von hinten nach vorne einführen und 2-3 Milliliter Lokalanästhetikum applizieren. Wenn man weiter nach medial geht, sieht man schon die Arteria carotis, das wäre quasi der direkte Weg, wenn man weiter schalt,
zur Arteria carotis, also auch eine Technik, die bei Carotis-Operationen zur Anwendung kommen kann. Und dann hat man die Nervi supraclavicularis, die sowohl den vorderen Teil der Schulter, also den hinteren Teil der Schulter mit ihren Rami lateralis, intermedius und medius entsprechend blockiert. Und so sieht das dann im Optimalfall aus. Das ist ein wirklich schon altes Bild. Und das ist mein enger Freund, der Professor Fierker, wie wir noch gemeinsam gearbeitet haben und hunderte Schulterarthroskopien gemeinsam bei wachen Patienten gemacht haben. Und auf der anderen Seite sehen Sie den Patienten, wenn man den Bildschirm so hindreht, dann kann er in sein Schultergelenk hineinschauen. Und das waren eigentlich viele, viele schöne Stunden im Operationssaal, die wir gemeinsam verbracht haben und die Patienten allesamt sehr zufrieden waren. Was noch zu beachten ist, das sind anatomische Variationen und die kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Die sind auch in der Literatur entsprechend beschrieben und ich zeige Ihnen jetzt einfach einmal ein paar wenige von diesen anatomischen Variationen, zum Beispiel, dass die C5er-Wurzel nicht innerhalb der hinteren Skalenuslücke sich befindet. Hier sehen Sie die C5er-Wurzel und hier sehen Sie, dass die C5er-Wurzel auch durchaus wirklich ganz, ganz superficial sein kann am rechten Teil des Bildes oder C5, C6, manchmal sogar C7 innerhalb eines Skalenusmuskels drinnen ist. Und dann ist die Blockade schon ein bisschen schwieriger, weil dann habe ich keinen Platz, weil dann muss ich ein bisschen eine sogenannte Heartwater Section machen. Das heißt, mit Volumen mir Platz machen für die Kanüle und dann schauen, wie sich das Lokalanästhetikum ordentlich verteilt. Da muss man dann ein bisschen erfinderisch sein, aber zumeist funktioniert das auch so. Und man sieht das bei Patienten mit chronischen Schulterschmerzen gar nicht so selten. Also vielleicht wäre das auch einmal eine Idee, das wissenschaftlich entsprechend zu verfolgen. Ja, da sehen Sie noch einmal so ein Bild mit den hinteren Skalenuslücke und den Nerven da entsprechend drinnen. Und hier noch einmal, das ist der Sinn dieses Ultraschallbildes, den Nervus phrenicus als hier hyperechogene Struktur. Und es ist jetzt eben vollkommen klar, dass das ausschließlich ein Faktor des Volumens und der, in erster Linie des Volumens, aber auch natürlich auch der Verabreichungsplatzierung ist, ob der phrenicus blockiert wird oder nicht. Aber das sieht man hier wunderbar im Ultraschallbild. Fast schon zum Schluss ein bisschen etwas über die monetären Aspekte, denn das, was wir hier machen, also in den USA habe ich wahnsinnig oft gehört, das mit der Regionalität ist schön und gut, wenn es denn funktioniert, aber es kostet so wahnsinnig viel Zeit und dafür kostet es auch wahnsinnig viel Geld. Und dem sind wir entgegengetreten und haben uns das einmal angeschaut, wie ist das im Vergleich Vollnarkose versus einer sehr, sehr guten strukturierten einem sehr, sehr guten strukturierten perioperativen Settings bei reiner Regionalanästhesie. Und ich will das gar nicht auf die Zahlen im Detail eingehen, sondern möchte Ihnen einfach einmal zeigen, wie sowas aussehen kann. Also es ist 7:30 Uhr in der Früh, der Patient und der Anästhesist finden sich ein in so einer preoperative Area, wie man das auch nennen will. Meistens ist es der Aufwachraum. Es wird der Plexus gestochen. 10 Minuten später sind wir fertig damit. Da haben wir eh schon lange gebraucht und fahren in den Operationssaal hinein. In der Zwischenzeit schlagt er an. Die Chirurgen können operieren. Ist nur so eine subakromiale Dekompression. Dauert vielleicht eine halbe Stunde. Nächster Patient kommt in den Aufwachraum. Anästhesist geht hinaus. Die Operation ist in der Zwischenzeit fertig. Anästhesiepflege zum wie auch immer, nächster Block wird gestochen, Patient fällt in den Aufwachraum hinaus, ist schmerzfrei und dann gehen wir wieder mit den nächsten Patienten hinein, dann ist es erst 8.50 Uhr, dann wird operiert, der erste Patient geht schon wiederum auf die Station zurück, der nächste Patient geht wiederum in den Aufwachraum und wartet auf seinen Block. Anästhesist sticht den Block und so kann das den ganzen Tag übergehen und wir sind wahnsinnig schnell. Und wenn man sich so eine Kostenanalyse anschaut, dann sind das nur 8 Euro, die wir uns damals errechnet haben, an direkten Kosteffekten
Kostfakten. Also die regionale, sie ist schon so ein bisschen billiger, aber die 8 Euro machen das Kraut jetzt wirklich nicht fett. Aber wir sind über 10 Minuten schneller pro Fall, weil wir uns einfach das Ein- und Ausleiten der Vollnarkose ersparen. Und das ist eh schon sehr, sehr flott berechnet. Wenn man jetzt rechnet, die Studie ist schon ein paar Jahre alt. Damals waren es 15 Euro pro Minute, wo der Operationssaal nicht genutzt wird oder die Operationssaal bezogen an Kosten. Also das sind die Personalkosten, das sind die Abschreibungskosten, Strom, Heizung, Reinigung, was auch immer. Mittlerweile sind wir sicherlich bei 20, 25 Euro pro Minute. Kommen wir auf über 160 Euro Reduktion der Operationssaal bezogen an Kosten pro Fall plus die 8 Euro, sind wir bei 173 Euro reduzierte Kosten. Wenn wir nur 600 Fälle pro Operationssaal pro Jahr machen, sind wir auf 100.000 Euro. Und bei 3 Operationssälen sind das über 300.000 Euro, die nur eingespart werden können aufgrund eines guten Managements. Und das sollte dann eigentlich unser Ziel sein. Und jetzt zeige ich Ihnen das eben noch einmal, wie der Patient hier in seine eigene Schulter hineinschauen kann und der Kopf ist nur ein bisschen fixiert. Hin und wieder haben sie ein bisschen ein wieder zu lahm vielleicht bekommen. Aber in den allermeisten Fällen habe ich es eher oder ziehe ich es eher vor, den Patienten nicht zu sedieren, wenn man den entsprechend vorbereitet und der Patient und die Operation noch nicht überlang natürlich dauert, dann ist das jedem Patienten zumutbar, das funktioniert. So, jetzt komme ich schon zum Schluss und ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit. Ich habe da jetzt eine Formel erstellt und die ist natürlich von mir ausgedacht und erfunden, aber ungefähr so kann ein gutes Management funktionieren. Also ein anatomisch basiertes Regionalanästhesie-Management. Anders sollte es niemals sein. Also bitte beschäftigen Sie sich immer, bevor Sie irgendeine Regionalanästhesie machen, mit der Anatomie. Das ist ganz, ganz wichtig. Plus das Wissen mal den individuellen Handskills, die man hat, das wahrscheinlich noch zum Quadrat, ist dann ein zufriedener Patient. Und das ist jetzt oder ergibt einen zufriedenen Patienten. Und das ist jetzt dieses Kochbuch, das ich Ihnen versprochen habe. Also wir machen einen Scalenus-Block und einen Plexus Cervicalis-Block mit 10 bis 15 Milligramm Ropivacain insgesamt plus. Also theoretisch geht es natürlich auch mit 2 oder 3 Milliliter Ropivacain, aber wir wollen da keine Weltrekordblockaden aufstellen. In einer Studie wurden 0,9 Milliliter Ropivacain verwendet. Das ist mir dann schon ein bisschen zu wenig. Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Aber 10 bis 15 Milliliter ist in der klinischen Praxis ein durchaus anwendbares Volumen plus maximal 100 Mikrogramm Dexmedetomidin. Bei 150 Mikrogramm in einer eigenen Studie waren unsere jungen Probanden nach 2-3 Stunden tief sediert. Also 100 Mikrogramm ist das, was gut geht. Sie können auch vielleicht nur 50 oder 80 Mikrogramm Dexmedetomidin verwenden. Patienten sorgfältig lagern, das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere was die Halswirbelsäule betrifft, was den Beckenbereich betrifft und was den Kniepopliteal-Bereich betrifft. Und dann natürlich, was den Operationsarm betrifft. Die Chirurgen hängen entweder Gewichte dran oder befestigen den Arm an so einen Roboterarm, dass man das dann leicht bewegen kann. Und da muss man einfach schauen, dass es hier zu keinen Distensionen kommt. Und auch durchaus einmal den Chirurgen darauf aufmerksam machen, bitte pass auf und zieh nicht so am Arm, weil das kann zu Nervenschäden führen. Und das wollen wir ja nicht. Und natürlich dann eine patientenadaptierte Normotonie. Also ich habe immer wieder erlebt, dass die Chirurgen gesagt haben, der Patient muss niedrig in den Blutdruck kommen. Und wenn es jetzt einfach ein Patient ist, der schon von zu Hause mit einem Blutdruck, mit einer schlecht eingestellten Hypertonie kommt, der 160, 170 Blutdruck hat oder der schon so alt ist, dass er so eine Erfordernis-Hypertonie hat, dann kann ich den nicht auf 70, 80 Systole herunterbringen. Das führt dann hundertprozentig zu Komplikationen und wenn es nur ist, dass dem Patienten nachher schlecht ist. Der Hauptfaktor der postoperativen Übelkeit und Erbrechen sind interoperative Hypotonien und im allerschlimmsten Fall hat der Patient einen Schlaganfall oder ist blind und auch das ist eben in der Literatur vielfach beschrieben und das wollen wir nicht. Also Normotonie, man muss dem Patienten in den meisten Fällen keine
arteriellen Zugang stechen, damit man den Blutdruck invasiv messen kann. Es genügt die normale Messung nach Rivarocci. Und da schauen wir einfach, dass wir normale, für den Patienten normale Werte haben. Und am sichersten ist einfach, wenn der Patient wach ist, solange der intraoperativ sagt, es geht ihm gut, dann ist auch sein Blutdruck in Ordnung. Und das ist im Prinzip das beste Zeichen. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen, Sie können ein bisschen etwas mitnehmen. Und ich sehe jetzt, es gibt etliche Fragen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie da Herr Müller hier entsprechend einblendet. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, herzlichen Dank erstmal, Herr Primar Marhofer. Wir wollen jetzt noch kurz die Umfrage, denke ich, noch kurz freigeben. Genau, die Umfrage haben wir auch noch. Ja. Genau, die haben wir auch noch. Genau. Ich gebe sie jetzt mal frei. Und Sie müssten jetzt was auf Ihrem Bildschirm sehen. Ja, genau. Genau. Also die meisten machen es Galenus-Blog. Da bin ich schon einmal sehr, sehr glücklich. Und vielleicht können ja die 26% überzeugt werden, dass es, wie gesagt, es kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Ein ordentlich durchgeführtes Galenus-Blog funktioniert einfach immer. Habe ich noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat, außer die Anatomie ist so ungünstig, dass man, dann kann man gleich sagen, also ich sehe keine Nervenstrukturen, auch das habe ich schon gesehen und gesagt, okay, dann mache ich ja keine Plexusblockade, weil ich sehe ja keine Nervenstrukturen. Aber da sind wir bei weit unter 1% des Patientenkollektivs. Und ich kann mich erinnern, den ersten Patienten, den ich hier wach in Speising so narkotisiert habe, der hatte 170 Kilo, glaube ich, und 16 oder 17 Stents im Herz. Und den wollten wir keinesfalls eine Vollnarkose machen. Und auch bei diesem dicken Patienten hat die Plexusblockade tadellos funktioniert. Da war ich übrigens damals ziemlich aufgeregt, weil, was ich normalerweise nicht im Operationssaal bin, aber man will ja schon haben, wenn man da neu eine Position bestreitet und antritt, dass natürlich das, was man macht, auch entsprechend funktioniert. Ja, die meisten machen Intubation, wir machen es hier in Speising auch nach wie vor so, weil wir uns noch nicht ganz einig geworden sind mit den Chirurgen, wie wir die optimale Tischstruktur machen, die ganzen technischen Dinge. Also da sind wir noch nicht ganz am grünen Zweig. Also mit dem Professor Fierker damals habe ich, wie gesagt, Hunderte gemacht, die keine allgemeine anästhesiologische Technik dabei hatten. Und welches lokale Anästhetikum verwenden Sie? Also Exparel bis jetzt offenbar noch niemand. Bupivacain ist kein Fehler, ist im Großen und Ganzen genau gut wie Ropivacain, nur dass Ropivacain halt mittlerweile genauso viel kostet oder genauso wenig kostet. Lokale Anästhetika kostet im Großen und Ganzen so gut wie nichts. Es gibt mittlerweile sicher 20 generische Ropivacain-Substanzen und das verwenden ohnehin die meisten. Die einzige Ausnahme, die ich mache von diesen langwirksamen Lokalanästhetika sind Repositionen von Schulterluxationen. Da nehme ich immer, haben wir jetzt hier in Speising nicht wahnsinnig oft, aber im Allgemeinen Krankenhaus in Wien sehr, sehr oft, manchmal 2, 3 am Tag. Die bekommen dann ein Mepivacain, weil das wirkt einfach schneller und die gehen auch nach Hause. Die können auch mit dem Ropivacain nach Hause gehen, aber es gibt einfach keine Notwendigkeit, dass das Lokalanästhetikum ewig wirkt. Und da ist man als Anästhesist einer der wenigen Fälle, wo sie als Anästhesist, wirklich der Held oder die Heldin sind, wenn der Patient mit seiner ausgekugelten Schulter vor Schmerzen schreiend kommt und sie stechen den einen Scalenus-Block und 3 Minuten später ist der schmerzfrei und meistens hüpft die Schulter von alleine wieder hinein. Das gibt ein gutes Gefühl in unserem Fach. So, das waren diese 3 Fragen, die im Großen und Ganzen genauso sind, wie ich sie erwartet habe. Okay. Dann haben wir jetzt in der Tat einige Fragen erhalten. Ich würde die jetzt einfach reihum durchgehen. Ich lese Ihnen gerne vor. Ja. Sie können sich auf die Antwort konzentrieren. Bei welchen Indikationen legen Sie Scalenus-Katheter? Die optimale Platzierung ist ja manchmal tricky. Ja, das ist tatsächlich manchmal tricky, weil die Materialien einfach noch nicht so wahnsinnig gut sind. Die Indikation ist einfach zum Beispiel, also eigentlich ganz, ganz wenig, weil mit dieser Kombination Ketotomidin hat der Patient wirklich lange eine Schmerzfreiheit und manchmal weit über die 24 Stunden hinausgehend. Wenn der Patient sofort mobilisiert werden muss, postoperativ zum Beispiel, bei diesen Frozen Shoulders und so, dann kann sich ein Scalenus-Katheter schon auszahlen. Wir haben
Ich habe mit meinem Kollegen, dem früheren Primarius Blasel, also Primarius ist nicht mehr, Blasel heißt er noch immer natürlich, von den Barmherzigen Schwestern in Wien eine Studie gemacht. Die haben über 500 Patienten ambulant gemacht mit Scalenus-Kathetern und mit diesen Elastomerpumpen. Und da haben wir doch ganz gute Erfolge erzielt, aber im Großen und Ganzen dislozieren die recht gerne diese Katheter, also allzu viel Katheter machen wir nicht. Ich denke, die bessere Methode ist tatsächlich ein langwirksames Lokalanästhetikum mit Dexmedetomidin. Bitte nicht mit Dexamethason, das hat wirklich nicht viel Wirkung. Das wissen wir auch von unseren freiwilligen Studien. Auch da gibt es die unterschiedlichsten Studien dazu, aber wir haben dann ein Editorial im British Journal of Anesthesia zu diesem Thema verfasst und das ganz klar festgelegt, Dexamethason ist eine schlechte Alternative, um eine Blockade zu verlängern. Was soll denn das Cortison auch am nicht entzündlich entzündeten Nerven bringen? Ja, und so war das, so machen wir dann vielleicht noch einen zweiten Plexus machen, wenn der Patient dann nach postoperativ Schmerzen weiter hat. Dann haben wir hier die nächste Frage. Wenn Sie einen Scalenus Single Shot anlegen und Vollnarkose, Anlage in Narkose oder immer wach? Also jahrzehntelang wach, weil es einfach so war. Als Kinderanästhesist war es dann gewohnt, 17 Jahre lang Blockaden bei schlafenden Kindern zu machen, wiewohl wir die dann selten intubiert haben, sondern eher auch nur sediert haben. Aber es ist ganz klar, geht aus der Literatur hervor und auch aus verschiedensten Editorials. Das hat Lehrbuchcharakter hervor. Man kann Regionalanästhesie, auch diese Regionalanästhesie am schlafenden Patienten machen, ist durchaus für den Patienten komfortabler, als wenn man das am wachen Patienten macht. Also mittlerweile, wenn ich den Patienten intubiere ich ihn zuerst und dann Dexus. Dann haben wir hier, ist Katapresan gleichwertig dem Dexmedetomidin als Adjuvans? Nein, es ist ja, ich glaube, um Faktor 8 am Alpha-2-Rezeptor weniger wirksam. Die Wirkung weder von Katapresan, also von Clonidin, noch von Dexmedetomidin ist wirklich bewiesen. Das geht über irgendwelche noradrenergen Pathways. Ist wahnsinnig kompliziert und weiß im Prinzip niemand. Die Beobachtung ist einfach, dass das Dexmedetomidin besser wirkt an peripheren Nerven als das Clonidin. Sehen Sie nicht nur sedierende Effekte von Dex, sondern auch hämodynamische Effekte? Also mit der Dosierung eigentlich nicht, wenn man das ins, man gibt es ja im Prinzip ins Gewebe. Es wird schon was ins Blut übergehen, nano-nah, sonst werden sie nicht sediert, aber eigentlich einen hämodynamischen Effekt habe ich in diesen Dosierungen noch nie gesehen. Man muss schon überlegen, ob es der Patient, der eine Ausgangsfrequenz von, also der jetzt nicht ein Spitzensportler ist, weil der kann ruhig 40 Herzfrequenz haben, aber ein älterer Mensch vielleicht mit einem Blockbild oder so, da überlegt man sich dann schon oder nimmt einfach viel, 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 viel weniger Dexmedetomidin. Aber sonst normalerweise keine großartigen hämodynamischen Effekte. Okay. Dann, ich glaube, das bezieht sich auf Ihr Kochrezept. Da lautet die Frage, ist das 0,2% oder 0,75% Naropin? Ja, jetzt sehe ich es gerade selber. Schrecklicher Fehler. Also 0,75%. Es gibt keinen Grund, weniger prozentig zu verwenden. Es gibt auch ein einprozentiges, das haben wir im AKH in Wien eigentlich nie gehabt. Ich weiß nicht, wo es ein einprozentiges, könnt sogar ein einprozentiges verwenden, aber das 0,75-prozentige macht eine sehr, sehr gute, auch motorische Blockade, wiewohl die Patienten interessanterweise häufig die Finger noch bewegen können. Das verunsichert dann die Patienten, auch die Anästhesisten und die Chirurgen, aber sobald der Chirurg in die Schulter reinschneidet, spüren sie nichts. Dann noch eine Frage im Chat dazu. Ließe sich Dexmedetomidin durch Clonidin ersetzen? Wäre etwas preisgünstiger? Das ist das selber wie zum Katapresan die Frage. Ja. Ist preisgünstiger, ja, ist völlig richtig, aber halt auch weniger wirksam. Ja. Okay. Dann drei Fragen zu Katheter nochmal. Wann nutzen Sie Katheter und wie bestücken Sie diese? Welche sind zugelassen und tunneln Sie diese, da es eine hohe Dislokationsrate gibt? Ja. Also Tundeln ist einmal eine sehr gute Idee, wenn man es kann. Ich mache das immer mit einem weißen Venflon, den ich dann eben von der Einstichstelle des Katheters
zu einer Punkt der größtmöglichen Immobilität im Halsbereich eben mache, dann fädle ich den Katheter retrograd dort durch und dann verschwindet er unter der Haut. Ist eine sehr gute Methode und führt dazu, dass es ein bisschen, aber da kann ich jetzt keine Literaturangaben machen, ob das dann zu wie viel Prozent das weniger disloziert. Wir haben eine freiwillige Studie gemacht bei Kathetern, wo wir Femoralis und Scalenus Katheter bei Volunteers oder bei Freiwilligen gemacht haben und die dann 6 Stunden standardisierte Bewegungen ausführen haben lassen. Und da sind die Femoralis Katheter zu, glaube ich, 25% disloziert nach 6 Stunden, die Scalenus Katheter nur zu weniger als 10%. Also die Dislokationsrate ist da oben nicht ganz so schlimm, wie sie in anderen Bereichen ist, weil der Hals halt weniger immobil ist, wie eben die Leiste zum Beispiel. Oder ganz blöd ist die Axilla, weil da brauche ich keinen Katheter machen, da wird ausschließlich periphere Nerven, die ich blockiere. Also Tundeln eine sehr, sehr gute Idee. Dann gibt es so ein Klebstoff, da gibt man so einen Klebepunkt drauf und das klebt dann den Katheter an der Haut fest. Das fühlt sich dann an, wie wenn es unter Glas wäre. Das haben wir dann eine Zeit lang gemacht und das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Man kann es aber auch ganz einfach annähen. Ja, Indikation zu den Kathetern habe ich eh schon gesagt, das ist, wenn ich halt immer eine möglichst lang wirksame Blockade möchte, aber fast gescheiter ist, glaube ich, man tut sich das mit den Kathetern aus den speziellen Fällen nicht allzu oft an, sondern wenn es wirklich notwendig ist, am zweiten Block noch einmal irgendwann, wenn der Patient halt Schmerzen hat. Ja. Gut, dann ist Dexmedetomidin off-label aufzuklären? Also, ob das off, ja, es ist off-label, aber es ist in so vielen Studien beschrieben, dass das im Prinzip, also es wird, die natürlich ist die Indikation von Dexmedetomidin die Sedierung auf der Intensivstation, aber also ich kläre sie nicht darüber auf, die Patienten, ja. Korrekt, ob es wirklich notwendig ist, kann ich nicht sagen, aber es ist in so vielen Studien verwendet und es ist dezidiert kein neurotoxischer Effekt nachgewiesen in normalen Dosierungen und Konzentrationen, dass dem Patienten auch kein Schaden davon erfolgen kann. Mhm. Dann kommt hier eine Bestätigung rein. Kann ich nur bestätigen, Schulterluxation bei einer Schwangeren, 8. Monat, Patientin kam nachts nicht nüchtern, hat interskalinären Block zur Reposition erhalten, konnte nach 3 Stunden wieder nach Hause. Deswegen wissen wir, warum wir unseren Beruf so gerne machen. Genau das sind die Fälle. Dann habe ich noch, kann man diese Mischung auch beim Plexus axillaris nehmen? Wenn ja, wie viel Milliliter da? Ja, das habe ich mir sehr schon erraten. Also ich bin jetzt mittlerweile kein Freund mehr von Plexusblockaden im axillären Bereich, weil es einfach periphere Nervenblockaden sind. Natürlich kann man genau diese Mischung auch natürlich auch beim Plexus brachialis in axillär verwenden, selbstverständlich. Super infraklavikulär, interskalinär, jeden Nerv, keine Diskussion, ja, selbstverständlich. Und dann beim interskalinären Block ist die Motorik der Hand und Finger meist komplett erhalten. Erstaunlich bei perfekter Blockade der Schulter und des Oberarmes. Erklärung, Fragezeichen. Ja, das wüsste ich auch tatsächlich. Also natürlich hat man die TH, also die C8 und TH1er Wurzel selten blockiert, weil zumal auch meistens eine Muskelbrücke zwischen Ramus anterior oder Nervenwurzel TH7 und TH8 ist und dann natürlich auch TH1 ist. Also der Bereich des Plexus ist nicht blockiert. Also wenn der Patient im Ulnaris-Versorgungsgebiet zum Beispiel gar keine Analgesie hat, ist das überhaupt kein Problem. Das ist mir bei der Schulter vollkommen egal. Aber ja, es stimmt, der Patient hat tatsächlich, in den meisten Fällen bewegen sie die Finger. Und ich wüsste sehr gerne, weshalb das so ist. Okay. Gut, das wäre vielleicht ein Thema für ein weiteres Webinar. Herr Bimar-Marhofer, weil ich glaube, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt die letzte Frage, die ich jetzt hier bei mir sehe. Herzlichen Dankeschön. Dank an Sie und Ihren vollumfänglichen Rundumblick um die Regionalanästhesie in der Schulterchirurgie.
Ich glaube, die Diskussion und die vielen Fragen haben gezeigt, dass wir da mal wieder oder dass Sie da den Nerv getroffen haben mit diesem Webinar. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Wir setzen unsere Webinarreihe fort im September mit Frau Dr. Heukeroth aus Oberammergau. Das Thema, das genaue Datum, entnehmen Sie dann bitte noch unserer Homepage auf pajung.de. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause im Regionalanästhesie-Update. Wir werden im August keines haben, sondern erst dann wieder im September. Den Termin, wie gesagt, kriegen Sie über unsere Homepage pajung.de oder Sie folgen unseren üblichen sozialen Kanälen, wie zum Beispiel LinkedIn unter Pajung Medikalprodukte. Herr Prima-Mauver, herzlichen Dank nochmal an Sie. Danke vielmals, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und an alle Zuschauer und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als uns noch einen schönen Abend und eine angenehme Restwoche zu wünschen. Ja, vielen Dank an alle. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.